Herzlich willkommen zu unserem Filmreifen-Highlight des Jahres. Die Fusion der Kirchenbezirke Crailsheim und Blaufelden. Im Januar 2024 wird nicht nur das Feuerwerk am Himmel bunt, sondern auch unsere Kirchengemeinden. Über 50 Kirchengemeinden, 70 Kirchen, 40 Pfarrerinnen und Pfarrer und über 2000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schließen sich zu einem Kirchenbezirk zusammen. Das ist der Stoff, aus dem unsere Kirchen-Blockbuster-Story besteht. Aber was ist denn eigentlich ein Kirchenbezirk? Die evangelische Kirche muss vor Ort und nahe Menschen sein. Denn wir freuen uns über die vielfältigen Angebote für Kinder, Babys, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien und Senioren in unseren Gemeinden. Es gilt auch, im neuen Kirchenbezirk diese Angebote zu erhalten, zu gestalten, loszulassen und neu anzufangen. Übrigens kannst du auch ganz bequem von zu Hause aus mit dabei sein. Über YouTube. Oder über die Telefonandachten. Unsere Posaunenchöre, Bands und Kirchenchöre bringen mit echter Live-Musik den nötigen Schwung in unsere spirituellen Aktivitäten. Aber Hand aufs Herz, liebe Leute. Die Zeiten ändern sich. Keine Gemeinde kann mehr alles alleine stemmen. Wir brauchen einander und werden füreinander zum Segen. Deshalb lautet unser Motto im neuen Kirchenbezirk: Gemeinsam stark. Gemeinsam rocken wir die Kirchenbank. Wir haben durch Kooperationen nicht nur tolle Projekte wie Tauffeste, Church Nights, Jugendgottesdienste und Kinderbibeltage im Angebot, sondern sind auch da für Menschen in besonderen Notsituationen. Hier kommen die Profis ins Spiel. Professionelle Hilfe von ausgebildeten Personen. Und das sind immerhin weit mehr als 540 Beschäftigten in den Kirchengemeinden und im Kirchenbezirk und weit darüber hinaus. Wir von der FBS sind für Sie da, mit allen Kursen und Angeboten für alle Menschen. Von ganz jung bis alt und in allen Lebenslagen. Wir freuen uns auf euch. Wir sind übrigens auch an den Schulen. Mit über 500 Religionsstunden kümmern wir uns um die religiöse Bildung von Kindern und Jugendlichen. Jede Woche. Die psychologische Beratungsstelle des Kirchenbezirks ist da, wenn persönliche Krisen einen Schatten auf den Lebensweg werfen. Und im Diakonieverband Schwäbisch Hall, da gibt es Rat und Hilfe für Menschen in schwierigen Lebenslagen. Von der Schwangerenberatung bis zum ambulanten Hospizdienst. Die Diakoniestation Blaufelden und die Diakonie daheim schicken Pflegekräfte und hauswirtschaftliche Fachkräfte direkt zu Ihnen nach Hause. Ach ja, das Tafelmobil in Crailsheim und Blaufelden, das geht über die Dörfer und bringt Nahrungsmittel und was man so für den täglichen Bedarf braucht für Menschen, die nicht viel auf der hohen Kante haben und sich da dann immer wöchentlich bedienen können. Und sie freuen sich darüber. Natürlich kommen bei uns auch die Kinder und Jugendlichen nicht zu kurz. Zwei Jugendwerke unterstützen den neuen Kirchenbezirk und die Kirchengemeinden in der Kinder- und Jugendarbeit. Wir schulen Ehrenamtliche, feiern Jugendgottesdienste, fahren auf Freizeiten und bieten Zeltlager an. Bei uns erlebst du Gemeinschaft, leckeres Essen im Schülercafé und kannst dich mit deinen Begabungen einbringen. In den zwei Bezirkskantoraten werden unsere Chorleiter und Organisten ausgebildet. Und wo laufen schließlich alle Fäden zusammen? Hier im Dekanat in Crailsheim, wo Dekanin Wagner den Kirchenbezirk Crailsheim-Blaufelden mit Verstand, Herz und jeder Menge Engagement führt. Gemeinsam sind wir mehr als die Summe unserer Kirchengemeinden. Wir sind evangelische Kirche vor Ort und gemeinsam sind wir stark. Aber wer sind wir schon ohne Gott? Letztlich ist es doch die Kirche von Jesus. Und wegen ihm sind wir überhaupt hier. Herzlich willkommen.
Ihr Lieben hier in der Johanneskirche und ihr Lieben, die ihr diesen Gottesdienst mitfeiert an den Bildschirmen. Seien Sie alle herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst zur Fusion der Kirchenbezirke Crailsheim und Blaufelden. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. So heißt das Wort für diesen zweiten Sonntag nach dem Epiphaniasfest und für diese Woche. In der Fülle Gottes feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Den Psalm sprechen die Vorsitzenden der Bezirkssynoden mit uns im Wechsel. Herr Dr. Wetzel beginnt mit der rechten Seite der Kirche. Frau Teifel spricht mit der linken Seite der Kirche. Und machen Sie es doch bei den Übertragungen genauso. Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen. Verkündigt sein Tun unter den Völkern. Singet ihm und spielet ihm, redet von allen seinen Wundern. Rühmet seinen heiligen Namen, es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht, suchet sein Antlitz alle Zeit. Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes. Du Geschlecht Abrahams, seines Knechts, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten. Er ist der Herr, unser Gott, er richtet in aller Welt. Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, an das Wort, das er verheißen hat für tausend Geschlechter. Hallo, auch noch von unserer Seite. Ich darf uns einmal kurz vorstellen. Wir sind die Band vom Jugendwerk in Crailsheim. Mittlerweile besser bekannt auch als die Beebles. Wir dürfen heute auch einen Teil hier beitragen und singen mit euch zusammen ein Lied, My Lighthouse. Ich denke, das kennen auch einige von euch. Wir sind heute etwas unterbesetzt. Unsere Sängerin ist beruflich unterwegs. Müsst ihr euch heute mit mir zufrieden geben. Aber ich glaube, dass wir das zusammen gut schaffen können und genau, dass wir die Kirche hier mit guter Musik füllen können. Genau. Ihr dürft gerne mitklatschen im Refrain, jeweils nach My Lighthouse. Einige von euch haben es vorhin auch schon mitgemacht. Einfach mitmachen, einfach leiten lassen. Wrestling in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your grey love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Oh, you are the peace in my troubled sea. In the silence, you won't let go. In the questions, your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Oh, you are the peace in my troubled sea. Und my
my lighthouse, shining in the darkness, I will follow you, oh, my lighthouse, I will just promise, you will carry me safe to shore, safe to shore. My lighthouse, shining in the darkness, I will follow you, oh, my lighthouse, I will just promise, you will carry me safe to shore, safe to shore. Fire before us, you're the brightest, you will lead us through the storm. Fire before us, you're the brightest, you will lead us through the storm. Fire before us, you're the brightest, you will lead us through the storm. Fire before us, you're the brightest. You will lead us through the storm. My lighthouse, shining, shining darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse, I will just promise, you will carry me safe to shore. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns begegnest, immer wieder, jedem und jeder auf seine oder ihre Art und Weise und an den ungewöhnlichsten Orten. Du siehst uns an mit deinem Blick voller Liebe, voller Gnade, voller Rettung. Du erfüllst uns mit deinem Geist und schenkst uns deine Gnade. Du stellst uns Menschen an die Seite, die mit uns glauben, hoffen und vertrauen. Gut, dass wir einander haben, um einander aufzurichten und um einander auszurichten auf dich hin, in unseren Gemeinden, in unserem neuen Bezirk, in der Gemeinschaft aller Christen. Wir bitten dich, begegne uns auch heute in diesem Gottesdienst durch die Menschen um uns herum, durch Gebete und Lieder, durch dein Wort. Rühre uns an und erfülle uns mit deiner Liebe. Begegne uns, Mutter, als Bruder, als Schwester. Wir danken dir, dass du das Zentrum bist, das uns eint. Wir danken dir, dass du uns Perspektive gibst, nach vorne zu blicken, damit wir nicht bei uns selbst bleiben müssen. Dir wollen wir begegnen. Und so treten wir vor dich und bringen dir all das, was uns bewegt. An Sorgen und Freuden, an Schwerem und Leichtem, an Scham, Schuld und Zweifel, aber auch an Vertrauen, an Lob, Dank und Anbetung, in dem Wissen, du siehst uns an, du hörst uns, du richtest uns auf. Wir beten miteinander und füreinander in der Stille.
Herr, wir danken dir, dass du uns hörst. Lass uns auch auf dich hören. Gib uns deinen Geist, der in uns Glauben schafft, der in uns Hoffnung weckt, der uns mit Liebe erfüllt, die wir einander weitergeben können. Amen. Wir hören I Have a Dream vom Chor Inspiration.
Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Von der Fülle des Lebens, die uns in Jesus Christus begegnet, hören wir in der Schriftlesung aus dem Johannesevangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls bei der Hochzeitsfeier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter zu Jesus, zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter sagte zu den Dienern: Tut alles, was er euch sagt. Dort gab es auch 6 große Weinkrüge aus Stein. Die Juden benötigten sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste 2 bis 3 Eimer. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser. Die füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen: Schöpft jetzt etwas heraus und bringt es dem Festmeister. Sie brachten es ihm. Als der Festmeister einen Schluck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. Er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam, aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten Bescheid. Da rief der Festmeister den Bräutigam zu sich und sagte zu ihm: Jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus. Und wenn die Gäste dann angetrunken sind, folgt der weniger gute. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kana in Galiläa. Er machte damit seine Herrlichkeit sichtbar und seine Jünger glaubten an ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Und seine Jünger glaubten an ihn. So wollen auch wir unseren Glauben bekennen, indem wir uns erheben und gemeinsam das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen Herz und Herz vereint zusammen.
Liebe Festgemeinde des Kirchenbezirks Crailsheim und Blaufelden, Crailsheim-Blaufelden, das klingt einfach gut. Und ich freue mich, dass ich heute mit Ihnen diesen Gottesdienst feiern darf. Der Anlass ist ja, dass sich beide Kirchenbezirke Blaufelden und Crailsheim zum 1. Januar zusammengetan haben, zum neuen, zum starken gemeinsamen Kirchenbezirk Crailsheim-Blaufelden. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Schritt und ich wünsche Gottes reichen Segen für den nun gemeinsamen Weg. Das hat ja heute fast etwas wie eine Hochzeit mit einer Hochzeit zu tun, ohne jetzt eine Fusion mit einer Hochzeit vergleichen zu wollen. Aber auch bei Fusionen tun sich ja zwei zusammen, um dann gemeinsam den Weg zu gehen und vor allem, um auch miteinander zu feiern. Wir haben es ja gehört in der Lesung von der Hochzeit zu Kana. Wie eine Hochzeit ist auch eine Fusion beides. Der Abschluss eines Prozesses, wo man sich kennengelernt hat, sich näher verständigt, sich angenähert hat. Und dann ist es auch der Auftakt zum Weitergehen, aber jetzt auf dem gemeinsamen Weg. Beides feiern wir heute am zweiten Sonntag nach dem Epiphaniasfest im noch neuen Jahr 2024. Und passend dazu spricht der Predigttext von heute von einer noch größeren Festversammlung. Und er spricht auch vom Weg der Gemeinde. Wir hören Worte aus dem 12. Kapitel des Hebräerbriefes. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und tut sichere Schritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jedermann unter Heilung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zur Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Liebe Schwestern und Brüder, wir hören hier die Begeisterung des Autors. Fast atemlos schreibt er, wer alles zu dieser Festversammlung zusammenkommt. Das Fest in der Gegenwart des lebendigen Gottes vereint Engel und Menschen, Gottestreue des ersten Bundes und des neuen Bundes, Lebende und Gestorbene. Wir könnten sagen, die größtmögliche und größtdenkbare Fusion überhaupt. Zeitlich gesehen steht uns diese Gemeinschaft des himmlischen Jerusalems noch bevor. Doch jenseits von Raum und Zeit gehören wir schon dazu, auch hier und heute. Im Gottesdienst nehmen uns die Bläserinnen und Bläser, die Sängerinnen und Sänger, die Band und die Orgel mit hinein in den Klang der himmlischen Chöre. Und im Psalmgebet sind wir vereint mit unseren jüdischen Geschwistern. Und in unseren Liedern stimmen wir ein in den Gesang der Christinnen und Christen vor uns. Angesichts dieser beschriebenen Vereinigung auf diesem großen Fest mag uns die Fusion von zwei Kirchenbezirken eher als eine Kleinigkeit erscheinen. Doch gerade vor dem Hintergrund dieser himmlischen Festversammlung erhält die Verbindung von Blaufelden und Crailsheim große Würde. Mit der Gründung des Kirchenbezirks Crailsheim-Blaufelden haben wir nämlich Teil an dieser himmlischen Dynamik,
die wir mit den Worten des Hebräerbriefs feiern, eine himmlische Dynamik, die eben Getrenntes verbindet und sich so gegenseitig stärkt. Stärkt die müden Hände und die wankenden Knie, so heißt's. Wir wissen, der Weg zum Fest hat Kraft gekostet. Sie haben viel Zeit und Energie aufgewendet und sicher auch manche Nerven gelassen. Und ich kann mir vorstellen, dass die eine und der andere wirklich auch manchmal an die Grenzen der Kraft kam. Denn das war ein hartes Stück Arbeit. Und wie bei einer Wanderung, wenn man dann die Etappe erreicht hat, dann spürt man die Freude, aber auch die Erschöpfung. Müde Hände und wankende Knie, so beschreibt es unser Predigttext nüstern. Und deshalb danke ich jetzt hier an erster Stelle Ihnen allen für Ihren riesengroßen Einsatz, allen Ehren und allen Hauptamtlichen, den Mitgliedern der Steuerungsgruppe für die Fusion, den Mitarbeitenden in den Regionalverwaltungen, den KBAs und den Kirchenbezirkssynoden mit ihren Vorsitzenden, aber auch den Dekanatssekretären, da gibt es viel Abstimmungsbedarf, den beiden Dekanstellvertretern von Blaufelden, Matthias Hammer und Norbert Seibold und natürlich dir, liebe Friederike Wagner, als der Dekanin. Du hast eine ganz zentrale Rolle darin gespielt. Vielen Dank, wie du das angegangen bist, aber natürlich auch danke an Tobias Dürr, deinen Dekanstellvertreter. Ihnen allen in Blaufelden und Crailsheim danke ich, weil Sie nämlich miteinander auf ganz unterschiedliche Weise mitgewirkt haben und mitgeholfen haben an diesem großen Projekt. Mit Ihren Ideen, mit Ihrem Tun, mit Ihrer konstruktiven Kritik, mit Ihrer Ermutigung und natürlich auch mit Ihrem Gebet. Herzlichen Dank dafür. Stärkt die müden Hände und die wankenden Knie. Dieser Aufruf zitiert den Propheten Jesaja. Im 35. Kapitel schreibt er: Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen: Seid getrost und fürchtet euch nicht. Und der Hebräerbrief nimmt diese Ermutigung des Jesaja auf und sagt auch seiner Gemeinde damals und sagt uns heute hier in der Johanneskirche in Crailsheim oder vor den Computern zu Hause: Seid getrost, fürchtet euch nicht. Das wandernde Gottesvolk ist nämlich immer unterwegs. Und die Fusion ist eine Etappe auf diesem Unterwegssein. Aber Sie kennen die Themen, die jetzt anstehen. Und dann gibt es ja immer wieder auch Themen, die wir noch nicht kennen, aber mit denen wir uns plötzlich befassen müssen. Es muss ja nicht gerade wieder eine neue Pandemie sein. Aber so erlebt das wandernde Gottesvolk auf seinem Weg durch die Zeit, dass es immer auch solche Unsicherheiten gibt. Und deshalb ist umso wichtiger die Zusage: Seid getrost. Aber, liebe Festgemeinde, Volk Gottes ist kein Selbstzweck, sondern wir als Volk Gottes haben einen Auftrag. Und dafür braucht es ein getrostes Herz, dafür braucht es starke Hände und stabile Knie. Der Auftrag lautet nämlich: Jagt dem Frieden nach. Nachjagen, das ist eine Bewegung, Dynamik, und die Mehrzahl jagt heißt, es ist eine Aufgabe für uns alle, eine Gemeinschaftsaufgabe, denn gemeinsam seid ihr stark. Gemeinsam sind wir stark. Unter diesem Motto haben Sie ja Ihre Fusion gestellt, und da geht es stark sein für den Auftrag. Jagt dem Frieden nach mit jedermann. Dieser Auftrag gilt uns heute als Gemeinschaft.
Frieden als Motivation und als Orientierung. Und dass wir auf Frieden hinwirken, untereinander, aber auch in die Gesellschaft hinein. Und zwar auf einen Frieden hinwirken, der mehr ist als bloß das Schweigen von Waffen. Obwohl, es wäre ja schon unendlich viel gewonnen, wenn die Waffen schweigen würden, etwa in der Ukraine oder im Nahen Osten oder in den anderen Kriegsgebieten unserer unfriedlichen und kriegerischen Welt. Aber der biblische Friede, der umfasst mehr. Ganz unbescheiden steht er für die Lebensfülle. Der Prophet Jesaja, der hier zitiert wird, hat die heißen Landschaften des Heiligen Landes vor Augen. Lebensfülle bedeutet in diesem Kontext, wenn sich plötzlich die Wüste in ein Blütenmeer verwandelt. Jesaja schreibt, die Wüste und Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Dieser blühende Jubel bezeugt Gott. Und wer die bunten Pflanzen bestaunt, erkennt die Herrlichkeit des Herrn. Nochmals Jesaja, sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Das Friedensbild des Propheten Jesaja ist ein landwirtschaftliches. Gott selbst wirkt da wie ein geschickter Landwirt, der staubtrockenes Land zum Blühen bringt. Und damit stellt Jesaja auch unsere Landwirtschaft heute in den Zusammenhang dieser Verheißung. Wo wir blühende Obstbäume, leuchtenden Raps oder wogende Weizenfelder sehen, da sind sie Boden für die Lebensfülle Gottes. Boden, die uns die Augen öffnen für das, was uns heute schon geschenkt ist und die Augen öffnen für die Fülle, die uns verheißen ist. Sie hier im Kirchenbezirk Crailsheim-Blaufelden haben diese segensreiche Arbeit unserer Landwirtinnen und Landwirte allenthalben vor Augen. Und ich denke, ein Teil der Proteste der Landwirtinnen und Landwirtinnen ist eben, dass man gar nicht wahrnimmt, was da Tag für Tag geleistet wird. Und da ist ein ländlicher Bezirk natürlich ganz anders dran. Und das ist auch gut, dass sich hier dann die Landwirtinnen und Landwirte so gut unterstützt sehen. Das Friedensbild der blühenden Pflanzenlandschaft ist aber auch ein passendes Bild für das Gedeihen ihres frischen Kirchenbezirks. Ein bunter Bezirk ist es, wie wir vorher in diesem wunderbaren Film gesehen haben. Da können Sie wirklich stolz sein. Und das sage ich hier auch ganz offen, ich habe den Link schon ganz oft verschickt als Zeichen, wie man eine Veränderung angehen kann und nachher wirklich zuversichtlich und fröhlich spürt, gemeinsam sind wir stark. Ein Bezirk mit über 50 Gemeinden, 70 Kirchen, ein Bezirk, in dem über 2000 Ehrenamtliche tätig sind. Also, wenn es immer heißt, die Kirche verliert so an Bedeutung, wir dürfen auch ein bisschen selbstbewusst sein. Es gibt kaum Institutionen, wo 2000 Männer und Frauen unterschiedlichen Alters, auch Jugendliche, aktiv sind. Das dürfen wir auch durchaus mal betonen und uns darüber freuen. Aber dann neben diesen 2000 Ehrenamtlichen gibt es 40 Pfarrerinnen und Pfarrer und alle schaffen zusammen. Mit der vielfältigen Kirchenmusik, die wir heute schon gehört haben, mit der Jugendarbeit und natürlich auch mit dem breiten Feld der Diakonie. Durch ihren großen Einsatz und ihren guten Dienst in einem guten Miteinander ist ihr bunter Kirchenbezirk, so unbescheiden darf man sagen, auch ein Zeugnis für die Herrlichkeit des Herrn. Jagt dem Frieden nach mit jedermann. Um da auf Kurs zu bleiben, gilt es zwei Dinge zu vermeiden. Zwei Dinge, die eng zusammenhängen, aber Unfrieden bringen. Im Hebräerbrief werden wir daran erinnert, es ist die Bitterkeit und die Undankbarkeit. Seht darauf, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse, heißt es in unserem Text.
Sie, die Gemeindeglieder des ehemaligen Kirchenbezirks Blaufelden, haben für den neuen Bezirk ihre Dekanatstelle aufgegeben. Das ist zunächst ein Verlust und jeder Abschied fällt auch immer nicht leicht. Seht darauf, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse. Diese Mahnung geht für mich heute in zwei Richtungen. An die Kreilsheimer gerichtet heißt das für mich, nehmt den Verlust ernst, denn eure Schwestern und Brüder, mit dem die umzugehen haben. Und an die Blaufeldener gerichtet, lasst euch nicht verbittern, sondern seht, was wir miteinander hinbekommen. Nämlich, aus Bitterkeit erwächst Unfrieden. Und wie Bitterkeit und Wut unsere Gesellschaft vergiften, das erleben wir in der letzten Zeit zunehmend. Und als Christinnen und Christen haben wir da einen anderen Ton einzutragen. Einen respektvollen, einen sachlichen und vor allem einen konstruktiven. Nur in dieser Haltung wird notwendige Kritik und wir brauchen Kritik, weil wir nicht wissen, was der beste Weg ist. Deshalb müssen wir uns da immer wieder auch kritisch mit auseinandersetzen. Aber die notwendige Kritik und der notwendige Widerspruch wird fruchtbar, wenn er eben konstruktiv ist, wenn man spürt, respektvoll, wie wir miteinander umgehen. Und das ist Ihnen in wunderbarer Weise in diesem Prozess gelungen. Aber die zweite Mahnung, seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Bitterkeit, Neid und Wut haben ihre Wurzeln für mich vor allem darin, dass ich meine, ich würde ungerecht behandelt. Ich hätte also nicht das, was ich eigentlich verdient hätte, nach dem Motto, das habe ich mir doch verdient. Und deshalb dieser wunderbare Perspektivwechsel. Weg vom vermeintlichen Mangel hin zur Fülle. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade, so haben wir den Wochenspruch gehört. Wir leben aus Gottes Fülle, aus seiner Gnade. Und wo wir das wirklich wahrnehmen, da erfüllt uns das mit Dankbarkeit. Ich habe mir nicht verdient, dass ich lebe. Das Leben wurde mir geschenkt. Ich habe mir nicht verdient, dass ich hier in Deutschland geboren bin und nicht in Afghanistan. Auch das ist ein Geschenk. Für mich Ausdruck der Fülle Gottes seiner Gnade. Und dafür bin ich dankbar. Und auf dem Boden der Dankbarkeit kann Bitternis keine Wurzeln schlagen. Gottes Fülle verdanken wir den Reichtum der Gaben und Begabungen, die nun im neuen Kirchenbezirk zusammenkommen. Und Gottes Gnade verdanken wir die Gegenwart Christi in unserer Mitte, die uns immer wieder frei macht, neu aufeinander zuzugehen. Und Gottes Geist ist es, der uns immer wieder neu inspiriert und ermutigt, einmal auch ganz neue und ungewohnte Wege zu gehen und so unser Zusammenwirken immer neu gestalten in Ausrichtung auf Jesus Christus und den Frieden, den er uns schenkt. Amen.
Wir beten und möchte Sie bitten nach dem Satz und bitten dich für eine gute gemeinsame Zukunft, das Herr erbarme dich mitzusprechen. Du Herr, unser Gott, wir danken dir für den Weg, den wir als Kirchenbezirke bisher gegangen sind und für alle Menschen, die sich in den vergangenen Jahren mit ihrer Zeit und Kraft eingebracht haben. Die Pfarrerinnen und Pfarrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch für die in der Diakoniestation, die aktiv Diakonie in die Häuser bringen, Bezirks- und Landessynodale und die Mitglieder der Kirchenbezirksausschüsse. Wir danken dir für die Arbeit der Dekane und Schuldekane, für die Arbeit in der evangelischen Regionalverwaltung und für die Arbeit in der Steuerungsgruppe für die Fusion. Wir danken dir für den Segen, den du auf alle Arbeit gelegt hast und bitten dich für eine gute gemeinsame Zukunft. Herr, erbarme dich. Herr unser Gott, wir danken dir für die guten Voraussetzungen für unsere Fusion, für den Segen, den du auf Good News für Hohenlohe und auf die Telefonandachten gelegt hast, die uns miteinander verbunden haben. Wir danken dir für alle verbindende Arbeit, die in den MAVs, in den Jugendwerken, in den Bezirkskantoraten und an anderen Stellen getan wurde. Wir danken dir auch für die Dienste, die jetzt schon gemeinsam für uns da sind. Die Arbeit in der psychologischen Beratungsstelle, in der diakonischen Bezirksstelle und in den Bildungswerken. Wir danken dir für den Segen, den du auf alle Arbeit gelegt hast und bitten dich für eine gute gemeinsame Zukunft. Herr, erbarme dich. Herr, unser Gott, wir bitten dich, dass wir nicht nur zusammenwachsen, sondern dass wir auch zusammenwachsen, dass wir einander helfen, in unserem Glauben an Gott gestärkt zu werden, dass wir keine Einzelkämpfer sind, sondern ein Herz und einen Blick auch für die Nöte und Belastungen der anderen haben. Lass uns leben, was wir glauben, dass wir stark sind, wenn wir gemeinsam und mit dir unterwegs sind. Wir bitten dich, dass du Segen auf unsere Arbeit und auf unser Beten legst und bitten dich für eine gute gemeinsame Zukunft. Herr, erbarme dich. Herr, unser Gott, du hast uns zu deiner Kirche gemacht, damit wir an unseren Orten, in unseren Kommunen und in dieser Welt Salz und Licht sind. Wir bitten dich um den Geist des Aufbruchs in eine hoffnungsvolle Zukunft. Wir bitten dich um Frieden in der Nähe und in der Ferne und dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass auf dieser Welt etwas von deiner Güte und Freundlichkeit sichtbar wird. Wir bitten dich für unsere Welt, für unsere Gemeinden und für unseren Kirchenbezirk und bitten dich für eine gute gemeinsame Zukunft. Herr, erbarme dich. Miteinander rufen wir dich an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich,
Herzlichen Dank allen, die hier in der Johanneskirche in irgendeiner Weise mitgewirkt haben. Herzlichen Dank auch all denen, die in den Gemeindehäusern oder Kirchen, wo der Gottesdienst übertragen wurde, mitgeholfen haben. Und danke auch all denen, die dazu beigetragen haben, dass wir gleich im Anschluss noch beieinander sein können. Aber dazu sage ich gleich noch etwas. An rund 500 Bildschirmen wurde dieser Gottesdienst mitgefeiert. Und hinter der Zahl stecken ja noch mal deutlich mehr Menschen, weil der Gottesdienst in unserem neuen Kirchenbezirk zwischen Schrotzberg und Wildenstein oder Unterdeufstetten zum Beispiel an vielen Orten auch übertragen worden ist. Die Abkündigungen für die einzelnen Gemeinden entnehmen Sie bitte den örtlichen Mitteilungsblättern und den anderen Medien. Das Opfer am Ausgang erbitten wir heute für die Kirchenmusik in unserem Kirchenbezirk. Das Heft mit dem Jahresprogramm, das unsere Bezirkskantorinnen erstellt haben, kann hier am Ausgang in der Kirche mitgenommen werden oder steht auch auf der Homepage des Kirchenbezirks. Und die neue Internetseite des Kirchenbezirks ist unter der Adresse www.kirchenbezirk-crailsheim-blaufelden.de zu finden. Klicken Sie sich gern einmal durch. Es ist jede Menge zu finden, von der Bezirksebene bis hin zu den einzelnen Gemeinden. Heute Abend beginnt die Allianz Gebetswoche unter dem Motto Gott lädt ein, Vision für Mission in Roth am See. Und morgen geht es dann in Crailsheim, Schrotzberg und Amleshagen weiter. Alle Orte und Termine finden Sie auch im Hohenloher Tagblatt oder auf den ausliegenden Handzetteln. Auf unserem Kanal Good News für Hohenlohe wird am kommenden Sonntag der Gottesdienst aus Gründelhardt übertragen. Sonntags und auch an jedem anderen Tag in der Woche können Sie die Telefonandacht aus unserem Kirchenbezirk hören. Auf den orangenen Karten, die hier am Ausgang liegen, oder auch in den Kirchen- und Gemeindehäusern und in den Gemeindebriefen in unserem neuen Bezirk steht die Telefonnummer, die man anwählt, um diese Andacht zu hören. Am 14. März dann tagt zum ersten Mal die Bezirkssynode für unseren neuen Kirchenbezirk in Hengstfeld. Auch das wird dann sicher wieder in den Mitteilungsblättern und auch im Hohenloher Tagblatt stehen. Jetzt gleich im Anschluss an den Gottesdienst sind Sie und seid ihr alle herzlich eingeladen zum Empfang und zur Begegnung rüber ins Johannesgemeindehaus. Aus vielen Gemeinden unseres Kirchenbezirks sind viele verschiedene süße und salzige Beiträge zu einem wunderbaren großen Buffet zusammengekommen. So wird unser Motto gemeinsam stark sichtbar und auch genießbar und zu schmecken sein. Und wenn Sie aus der Kirche rausgehen, dann benutzen Sie gern alle 6 Ausgänge. Bevor ich jetzt zum nächsten Lied überleite, will ich stellvertretend für unseren neuen Kirchenbezirk das Wort an dich, Friederike Wagner, richten. Es ändert sich ja für uns alle etwas, für uns als Gemeindeglieder, für die Mitarbeiter, Ehrenamtliche und Angestellte, für uns als Pfarrerinnen und Pfarrer. Aber die größte Veränderung, am meisten zu spüren, wird diese Veränderung wahrscheinlich sein für dich als Dekanin des neuen Kirchenbezirks Crailsheim-Blaufelden. Eingesetzt wirst du ja formal nicht, auch wenn die Stelle neu ist. Zum Start wünschen wir dir umso mehr alles Gute und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dir. Gott segne dich für die Aufgaben, die alten wie die neuen. Gott segne dich für das, was dir leicht von der Hand geht und für das andere auch. Und als Ausdruck unserer vielen guten Wünsche
aus den Gemeinden und zugleich als Ausdruck der Dankbarkeit dafür, dass du maßgeblich mit dazu beigetragen hast, dass die Fusion so reibungslos und konstruktiv läuft, darf ich dir jetzt diesen Blumenstrauß überreichen. Jetzt hören wir nochmal den Chor Inspiration und den Kehrvers des nächsten Liedes, den singen wir jeweils alle mit. Und beim letzten Kehrvers nach der vierten Strophe stehen wir auf und tun Sie das doch gern auch an den Übertragungsorten in den Kirchen und Gemeindehäusern, wo Sie mit uns Gottesdienst feiern.